Es gab Nachrichten vor dem Wochenende. Klar, es ist der erste Freitag im Monat, also im Dezember jetzt. Und da ist es klassischerweise das Programm auf den Arbeitsmarkt in Amerika ausgerichtet. Wir sehen die Non-Farm Payrolls heute 14:30 schwächer als erwartet und schwächer als zuvor. Und zwar ziemlich deutlich. Also wir sehen, dass wir hier einen massiven Rücksetzer haben. Also schlechte Nachrichten, was das angeht, zumindest mal was neue Arbeitsplätze angeht. Die Arbeitslosenquote allerdings trotz alledem erstmal nicht wirklich negativ da beeindruckt. Wir hatten 6,9 zuvor, 6,8 war erwartet, 6,7 ist es draus geworden. Das ist zwar ein bisschen gegen das, was wir hier erahnen können, aber so sind die Zahlen zumindest mal, wie sie veröffentlicht wurden. Was sollen die uns jetzt sagen, wenn ich ehrlich bin? Sie sagen mir persönlich relativ wenig. Denn letztlich kann man sagen, oh, das ist eine gute Nachricht. Viele Arbeitslose bedeutet nämlich, dass der Staat gezwungen ist, noch mehr Hilfen rauszugeben, dass die Notenbank gezwungen ist, noch mehr Aktivismus zu zeigen. Das ist auch eine gute Geschichte. Gleichzeitig senkt das die Kosten der Unternehmen. Das ist doch auch eine gute Geschichte. Auf der anderen Seite kann man sagen, oh, da krankt es doch offensichtlich noch mehr und viele haben echte Sorge, wie das da weitergehen soll. Man kann es also positiv wie negativ auffassen. Genau das hat der Markt wohl offensichtlich auch gemacht, denn wenn wir uns das mal angucken, wir hatten zu der Zeit mal schnell einen Peak nach unten, schnell wieder nach oben. Aber wenn wir diesen mal rauslassen, sind wir immer noch in dieser jüngsten Überlegung, was wir auch im Vorfeld seit heute Vormittag hatten hier in dieser Abwärtsbewegung. Also das hier ist das Geschehen rund um die Veröffentlichung der Daten. Wenn wir die einfach rausfiltern und sagen, hier komm, das interessiert doch keine Sau, dann ist das im Prinzip nichts anderes als eine Fortschreibung dieser Bewegung, die wir hier aktuell haben. Und die ist nach abwärts gerichtet, aber sie ist gleichzeitig eben schwach. So ähnlich wie das, was wir hier hatten, starke Aufwärtsbewegung, wackelig runter, starke Aufwärtsbewegung, wackelig runter. Hier halt eine Dimension größer, aber wohlgemerkt, wir sind hier im Minutenchart, nur um das Geschehen zu dieser Zeit ein bisschen besser zu verdeutlichen. Also, es gibt noch keine echte Schwäche im Markt. Auch das, was wir hier als abwärts haben, ist aus meiner Sicht gar nicht so negativ aufzufassen, weil es eben sehr wackelig ist. Und solange sich das nicht beschleunigt, Punkt 1, und auf der anderen Seite die Schwäche zu sehen ist, ist da überhaupt gar keine große Gefahr im Verzug, solange das nicht passiert. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Im Moment ist der Markt insgesamt, wenn man mir hier so im 4-Stunden-Chart guckt, immer noch hier aufsteigend. Also wir können das ganz grob mal festhalten. Die Aufwärtsrichtung ist nach wie vor existent, wenn auch vielleicht mit nicht mehr so viel Dynamik wie vorher. Das lässt eben die Frage offen, wie wird das da weitergehen? Ich bin ja nach wie vor eigentlich ein ganz großer Anhänger davon, dass die Abwärtsseite da nochmal eine realistische Chance hat. Wie die Anzeichen dafür aber stehen, das werde ich in einem Wochenendvideo nochmal wieder traditionell ja im übergeordneten Bild dann nochmal analysieren für die entsprechend vielen Indizes, die wir da zur Auswahl haben. Im Moment lässt sich da allerdings noch nicht wirklich viel rauslesen. So, wir sehen im kurzen Ende-Minuten-Chart ja auch der Nasdaq erstmal nach unten, das gleiche Bild natürlich generell. Es gibt aber etwas, was ich mega spannend finde, ich will es zumindest mal angesprochen haben, und zwar ist das hier zum Beispiel US-Dollar gegen den japanischen Yen. Da sehen wir eine scharfe Abwärtsbewegung, was klar wackelig ist. Mal gucken, ob ich da gleich zu ein Trade des Tages noch basteln kann mit unseren ganz konkreten Handelsüberlegungen, wie wir da mit dieser Situation umgehen. Wenn ihr wollt, meldet euch dafür an, dann kriegt ihr die Daten, sobald sie raus sind, dann immer zugeschickt und habt dann die Informationen über mögliche Trades. Ich möchte niemanden verführen im Sinne von, der Trade macht uns alle reich. Das ist natürlich nicht so, aber zumindest zeige ich gerne Trades, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass man, wenn man sie regelmäßig umsetzt, eben mehr auf dem Konto hat als wenn man sie weglassen würde. So, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch für diesen Moment erstmal alles Gute zu wünschen. Meldet euch, wie gesagt, beim Trade des Tages gerne an, um diese Nachricht zu bekommen oder auch weitere natürlich. Außerdem bei Born for Trading, einfach damit ihr noch mehr Nachrichten gegebenenfalls auch Smartphone bekommt. Also Nachrichten wie diese kann ich einfach schneller transportieren über diese anderen Medien. Und deshalb mein Hinweis, meldet euch da, dann werdet ihr da von mir auch versorgt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Ich sage liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.